Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Wir sind wieder auf dem Atari 2600 und das ist Battle Space Invaders. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was? Ja, das ist nicht irgendwie Space Invaders 2 für den Atari 2600, sondern das ist eine Homebrew-Fassung von 99. Und da hat einfach mal jemand, das mal, Space Invaders in schön gemacht. Weil die alte Version ist nicht so geil grafisch. Ich meine, die spielt sich immer noch gut. Definitiv kann ich das eigentlich dazu abwischen. Yes! Alles erreicht. Alles erreicht. Ich kann abtreten. Und da hat jemand eben dementsprechend das Ding mal in hübsch gemacht. Und ich werde einfach mal, damit ihr so ein bisschen Vergleich habt, ich denke, bis dahin werdet ihr Pepsi Invaders gesehen haben. Wenn nicht, dann Memo an mich, dann zeige ich euch heute am selben Tag dann auch Pepsi Invaders. Wenn nicht, dann habt ihr Pepsi Invaders schon gesehen. Dann werde ich auf jeden Fall gleich als nächstes das normale Invaders aufnehmen. Und für die Hardcore-Fans auf dem Videopark gibt es Alien Invaders. Überhaupt keine Ähnlichkeit. Na komm. Yes. Stage gecleared. Also ich bin ein großer Space Invaders-Fan. Ich finde das super, das Konzept. Und es ist auch auf den Automaten ist es teilweise auch richtig, richtig super heavy. Also wenn man da noch die letzten vier, fünf Typen hat, haben die einen Speed drauf. Das macht keinen Spaß. Kriegt ihr wirklich so die Hucke voll. So, das war so klar wie unser Leben. Ach, wisst ihr was? Das ist jetzt so, komm, dann machen wir jetzt nochmal mit. Wir können ja mal gucken, hat das Ding noch irgendwelche anderen Modi? Hat es. So, warte mal, wir nehmen jetzt mal einfach. Das ist wahrscheinlich Two-Player, ne? Deswegen auch die 2. Was aber jetzt mit Modi ein wenig übertrieben kann halt sein. Was haben wir jetzt? 99? 100. Nee, ist klar. Ach, dann haben die auch. Ach, wahrscheinlich schießt jetzt der zweite Player, also das ist ja. Naja, egal, komm. Machen wir einen Schwamm drauf. Das war Battle Space Invaders, ist eine Homebrew-Fassung. Ich denke, geht in Ordnung. Wobei das Original jetzt auch nicht so schlecht war, aber es sieht schon ein bisschen hübscher aus. Ja, dann würde ich sagen, im Anhang seht ihr jetzt gleich das richtige Space Invaders. Bis gleich. Da sind wir wieder. Das ist jetzt das echte Space Invaders. Also ich werde wahrscheinlich die beiden Videos dann zusammenpappen. Das ist ja jetzt nicht so lang. Ihr seht, ja, ne, ist okay. Also ich meine, die Arcade-Fassung war jetzt auch nicht so grafisch opulent. Ja, komm, krieg ich dich? Na, Schwein gehabt. So, erstmal gucken. Erstmal ein bisschen hier abräumen. Also ich denke, es gibt keinen auf diesem Planeten, der nicht irgendeine Space Invaders-Version mal gezockt hat. Das glaube ich gar nicht. Denn seine erste Konsole war eine PS4. Und selbst dann gibt es mit Sicherheit irgendwo einen Space Invaders-Klon. Haben wir. Boah, ich bin hier der UFO-Killer. Haha. Falls ihr es noch nicht wisst, es gibt ja tatsächlich bald eine Fortsetzung von Independence Day. Warum auch immer, aber. Yes! Schön abgeräumt. Vielleicht kann man davon auch mal eine Highscore-Challenge machen, aber dann muss ich mich ein bisschen besser anstellen als jetzt. Aber Space Invaders ist ein Klassiker. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Das muss auch jeder in seinem Ding mal gezockt haben. Wobei natürlich Galaga und so sind natürlich stärker. Also es ist jetzt nicht so, dass Space Invaders das Nonplusultra ist. Aber es ist definitiv das Ding, was auch den Arcades unglaublich gut getan hat. Es gab, wenn man so will, was witzigerweise dann wieder nicht so genannt wird, da muss man die Amis irgendwie nicht so verstehen, auch so eine Art Arcade-Crash. Weil die Leute hatten mich bei irgendwelchen Games keinen Bock mehr. Da war übrigens Atari wieder betroffen. Die kennen sich damit ja aus. Na komm. Ah, Mist. Und dann ist sofort Game Over, ne? Egal, das war Space Invaders. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Klassiker, gibt's überhaupt nichts.
Und geht mal davon aus, ich habe noch ein bisschen was auf dem Atari 2600. Seid mal gespannt. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.